Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Relikte der Vergangenheit. Mein Name ist Random Life und wir befinden uns heute im Overloon Militärmuseum in den Niederlanden. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, wo viele, viele Menschen 365 Tage darauf hinarbeiten, nämlich die Militrax. Und ich glaube, 15. Anniversary, ich bin mir nicht ganz sicher, ich werde es hier oben nochmal einblenden, wie viele Jahre man sich hier trifft. Und Mackie, an dieser Stelle ganz, ganz großen Dank, dass ich heute die Möglichkeit hatte, mit Falk, der übrigens hinter der Kamera ist, als VIP heute hinter den Zäunen zu agieren, bei den einzelnen Fahrzeugen mitzufahren und ganz, ganz viele nette Leute kennenzulernen. Und hinter uns steht schon ein sehr bemerkenswertes Relikt aus der damaligen Zeit, nämlich der Panzerjäger Nashorn. Leider hat er eine Pechsträhne, weil zum dritten Mal ist er hier in Overloon bei den Militrax und zum dritten Mal ist er leider nicht heile nach Hause gekommen. Beim ersten Mal ist er abgebrannt, beim zweiten Mal ist er gegen einen Baum gefahren und heute hat leider das Getriebe versagt. Aber ich kann euch auf jeden Fall schon mal eins sagen, heute wird ein richtig guter Tag, weil wir auf der einen Seite mega nette Menschen kennenlernen und wiedersehen werden. Wir werden interessante Fahrzeuge sehen und wir können sogar bei einigen Fahrzeugen obendrauf steigen, reinschauen und vielleicht sogar bei einigen mitfahren. Also von daher wird ein spannendes Video. Lasst gerne jetzt schon mal ein Like und einen Kommentar da. Wir beiden gehen jetzt los. Hast du Bock, Falk? Yes. Yes, dann lass mal gehen. Okay, let's go. Wo steigen wir ein? Einfach. Ja. Okay. So Leute, und da gehen wir jetzt rein und fahren eine Runde mit. Das ist voll geil. Wir haben Moritz gerade kennengelernt. Und Moritz, Dankeschön an dieser Stelle, winkt mir auch gerade zu, dass wir hier die Möglichkeit haben, exklusiv mitzufahren. Falk kommt auch mit.
Und dann werden wir, was haben wir hier? Eine D-Mark 1 Tonne. Eine D-Mark 1? 1 Tonne. 1 Tonne, alles klar. Mit Maybach-Motor. Original? Ja. Oh. Leute! Wow, ist das los? Halt mal kurz. Ja. Einfach nur, genau. So, Leute. Falk ist auch am Start. Ja. So, Leute. Und das ist der Blick. Hier gerade raus. Hammer. Mega cool. Boah, wow, what am Sliden. Gut, dass wir mal Gimbal stabilisiert haben, ne? Bescheid gesagt, dass ich die Möglichkeit habe, an VIP-Karten ranzukommen. An dieser Stelle, Mackie, vielen Dank. Rolf, vielen Dank, dass ihr das möglich gemacht habt, so kurzfristig vor allem. Und bis wir hier waren, habe ich es ihm nicht gesagt. Habe ihm den glauben lassen, dass wir quasi... Scheiße! Leute, ich hab hier richtig, bin richtig abgehoben. Guckt mal! Nein! Das ist der Hammer! Alter Schwede, es hat ja gestern geregnet und der gesamte Boden ist komplett aufgeweicht. Die Radfahrzeuge können kaum fahren und die Halbkette 250 hat sich sogar heute festgefahren. Aber der Eintonner kommt durch und das mit richtig viel Spaß. Geiler Typ, dein Onkel! Ja. Alter! Becky, wenn du das siehst, jetzt weiß ich, was du meinst, mit Spaß. Ich zeig euch mal die Hügel, die wir hier fahren. Der hebt richtig ab! Der hebt richtig ab! Leute, ich glaube, man sieht, dass wir Spaß haben. Oh, hier riecht es nach Kuhfall, ne? Nach Kuh. So, wir haben jetzt gleich die erste Runde geschafft. Also, ich kann mich noch an mein erstes YouTube-Video erinnern. Da war ich hier. Moritz hat das sogar gesehen und war traurig, dass ich es runtergenommen habe. Aber ich werde das auf jeden Fall wieder hochladen. Und damals habe ich gesagt, es lohnt sich nicht, hier hinzukommen. Für mich. Aber Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, hier bei so einem Ding mitzufahren, macht es auf jeden Fall. Aber macht es früh. Ihr müsst wirklich früh kommen, weil die Schlange hier sind 4500 Leute oder so, ne? Ja, also ganz früh kommen. Ganz früh kommen, ne? Ja. Ja. Mega. Hammer. Schwimmwagen? Schwimmwagen? Da lassen wir uns nicht zweimal sagen, oder? Wie viele Gänge hat der? Vier. Und dann hat man quasi nochmal einen Geländegang. Das ist einer und kann quasi Allrad und Hinterrad. Okay, viel Spaß!
guck mal hier. Wenn er den runterklappt, dann ist hier die Kraftübertragung. Siehst du das hier? Ist dann die Kraftübertragung. Ja, der rastet, die Welle, ne? Ja, genau, der rastet dann da ein und dann wird die Kraft vom Motor auf die auf den Propeller übertragen. Und das Spannende an dem Ding ist, dass das ist ja ein Wehrmachtsfahrzeug aus der Zeit des Krieges und man fährt trotzdem hier mit diesem Fahrzeug im Schlamm und das steht nicht nur im Museum. Also ich finde das mega. Guck mal, der Holzfußboden, damit du keine nassen Füße kriegst. Mega geil. So, wir haben ja gerade das schwimmfähige Fahrzeug. Ich weiß auch gar nicht, was wir hier. Wo sitzt man eigentlich gerade drin? Das ist ein VW 166 Schwimmbike. Ein VW 166 Schwimmbike, falls ihr das nicht gehört habt. Baujahr 42. 42, also der hat es noch miterlebt. Der hat alles miterlebt. Wo kommt er her? Beziehungsweise wo hat er geendet? Der war Russlandfeldzug dabei und ist dann beim Rückzug in Österreich liegen geblieben. Oh, da hat er viele Kilometer hinter sich. Du bist aber erst, du bist Zweitbesitzer. Garantie ist gerade abgelaufen. Und er hat Vollausstattung, Leute. So, halt die Quest, es geht los. Hey. Hier muss man sich wirklich besser halten. Ja. Mega. Allradantrieb? Allradantrieb. Hat er. Mega geil. Ich zeig. Das ist natürlich schon schweres Gelände hier für dich. Ja. Aber machst du gut. Wir sitzen doch schon auf, oder? Ja, wir schieben schon über die Wörter. Leute, wir setzen hier richtig auf, weil die Spurrillen, die sind so heftig. Ihr kriegt das ja nicht mit, weil das hier Gimbal stabilisiert ist. Aber der vor uns, der Wehrmachtschlepper, der zieht hier so fette Furchen rein. Aber, wie viel PS hat er? Wir kämpfen uns durch. 25 PS. Mit 25 PS und 3 Personen. Und das Fahrzeug selbst noch, und das geht hier ganz schön ab. Also ich würde uns auch 25, 23 in etwa schätzen. Da war Bruce. Also du musst schon geruchsresistent sein, um hier mitfahren zu können. Absolut. Wir lassen mal ein bisschen Abstand, ja, damit wir ein bisschen Schwung haben. Ja, gerne. Ansonsten wird es schwierig. Uh-huh. Also, aber ansonsten machen wir wie damals, wir schieben. Genau. Oh, der geht richtig. Das ist ein Motorwelle. Und noch eine Mondwelle! Das ist der Hammer, Leute! Boah, Alter! Mega gut gemacht! Du fährst dich zum ersten Mal! Ja, das stimmt! Ach, herrlich! Da! Das ist eine Stinke. Die Frage, wo holt er diesen Gestank her? Ja, der verbrennt nicht sauber. Ja. Den lassen wir erstmal ziehen, oder? Ja, besser. Ich weiß ja noch einen Spielplatz nehmen, was dran ist. Ist das der Aschenbecher hier, oder? Ja, genau. Das Navigationssystem. Klimaanlage. Und die machst du manuell? Richtig. Ja, der geht. Guck. Ja. Das ist die höchste Geschwindigkeit. Aha. Alles funktionabel, Leute. Alles. Jegliche Sonderausstattung funktioniert alles hier. Dabei. Und schaut mal, wie glücklich die Leute am Straßenrand sind. Alter, der Baum! Zum Glück hat man einen Schwimmwagen, ne? Der schwimmt nämlich gerade auch total. Hammer. Und, mach Gaudi? Alter Schwede, ist ja noch ein bisschen anstrengend als Beifahrer. Ja. Darf ich mal. Ja, hast auch dicke Arme. Ja. Herrlich. Wie lange hast du den schon? Ah, jetzt 10 Jahre. Zehn Jahre? Ja. Viel Arbeit, viel Zeit reingesteckt.
Wie war der? Wie kam der? Der war überlackiert, der musste komplett enteist werden, eisgestrahlt werden, war schon viel Arbeit. Bedeutet das das Original? Ja. Man kriegt die Farbe, die da drüber war, per Eisstrahlung ab und genau. Dann hat man die originale Farbe? Hey, wenn man Glück hat, wenn die originale noch drauf ist. Hammer. Aber in diesem Falle war das so. Und das hier, die ganzen Aufschriften, sind die nachträglich gemacht worden oder ist auch die noch waren, original? In Fragmenten waren die vorhanden. Aha. Und die hat dann ein sehr guter Restaurator, hat die entsprechend ergänzt. Klasse. Die Strecke ist natürlich den ganzen Regen jetzt extrem ausgefahren. Ja. Aber das macht ja das, den Spaß aus. Das ist der besondere Reiz dieses Fahrens. Also ich habe gerade zu Falk schon gesagt, das ist bemerkenswert, dass diese teuren Fahrzeuge, diese seltenen Fahrzeuge, nicht im Museum stehen, sondern wirklich benutzt werden. Bin ich absolut bei dir. Man darf natürlich nicht vergessen, hier werden Millionenwerte bewegt. Ja. Und dann natürlich auch einen großen Respekt an die Eigentümer, die ihre Fahrzeuge hier zur Verfügung stellen. Ja. Wo kriegt man sonst in Europa die Gelegenheit, wirklich diese Fahrzeuge mal in Aktion zu erleben? Und mitfahren zu dürfen. Genau, so wie ihr zum Beispiel. Ja, genau. Hier. Ihr seid die Lucky Boys. Juhu, wir sind die Lucky Boys. Mega. Hast du mehrere Fahrzeuge? Also. So, Gentlemen, da sind wir schon wieder. Ich kann nur Danke sagen. Hat Spaß gemacht. Hat mega Spaß gemacht. Alter, war richtig gut. Geil. Alter. War richtig geil. Gerne. Ich darf mitfahren. Wo kann man sich? The grip. Ah, perfekt. And here? And here the grip. Hi. Ah, only one. So. Merci. Ja, Dankeschön. Ja, gerne. Deutsch? Ja. warum habe ich dich auf Französisch angesprochen? Ich habe keine Ahnung. Mega. Wie heißt du? Christian Jörg. Hi. Dankeschön. Du musst ein bisschen rutschen. Ja, natürlich. So, ich zeige euch mal, was ich hier sehe. Ja, geil. Mega. Herzlich willkommen an Bord. Herzlich willkommen. Dankeschön. Was fahren wir? Ein 10-Tonner oder noch? Wir fahren eine 8-Tonnen Zugmaschine, ein Sonder-Kfz-7. Ein Sonder-Kfz-7. Wow. Ist das deine? Ja, mit restauriert. Ja. Oh, also nicht schlecht. Darf aber wahrscheinlich nicht auf die Straße fahren, oder? Das ist rot registriert. Also. Oh, nicht schlecht. Erstes Mal dabei? Ja. Richtig geil. Geil, ne? Wir gleich vorne sitzen, super. Ja, ne? Hammer. So, meine Freunde, es geht los. Eine 10-Tonnen Zugmaschine. Ich habe immer gedacht, die sind lauter. Ja, das ist sehr leise. Ja. 140 PS.
Weibermotor. Benzin. So, 140 PS Weibermotor. Ich weiß nicht, ob ihr es verstanden habt. Ich wiederhole es mal für euch. Und jetzt geht es hier direkt ins Gelände rein. Alter Schwede. Und ich zeig mal, der muss richtig arbeiten hier. Und ich glaube, nach dem Wochenende hast du auch gut Training, ne? Ja, das reicht, ja. Servo hat er nicht, ne? Nein, nein. Serienmäßig. Entschuldigung. Ich muss ein bisschen Platz machen. Hier vorne ist nämlich die Schaltung. Und wir wollen natürlich nicht, dass er sich verschaltet. Insbesondere nicht, wo hier die ganzen Zuschauer sind. Aber schaut mal. Kompletter Körpereinsatz. Was ist das hier für eine Anzeige? Wir haben halt Druckluft, Geschwindigkeit, Öldruck, ja, und Drehzahl. Ah, und das über den Lenker, dieser Zeiger? Der zeigt mir an, wo meine Vorderachse im Augenblick steht, ah, wie meine Räder stehen, weil die Lenkung nicht von alleine zurückkommt. Ah, verstehe. Also, ist komplett anders als das, was ihr zu Hause in euren PKWs habt. Da kommt ja die Lenkung von alleine zurück. Hier muss er komplett immer in jede Richtung lenken. Und die Ketten, lenken die mit oder lenkst du ausschließlich über die Vorderräder? Wir haben ungefähr einen Einschlagwinkel von 10 Grad. Ja. Und dann kommt die Lenkbremse mit dazu. Ah. Das heißt, eine Seite wird abgebremst, ja, die andere quasi läuft die Kette schneller. Verstanden. Ich wiederhole das, falls ihr es nicht gehört habt. Also bis zu einem Lenkwinkel von 10 Grad lenkt der vorne mit. Und darüber hinaus wird dann über die Ketten gelenkt, indem eine Kette abgebremst wird und die andere weiterläuft. Ich glaube, wir waren noch nicht einmal im Sparbereich. Doch, jetzt sind wir im Sparbereich. Was verbrät er hier auf 100? Wir gehen mal davon aus, dass wir in einer Runde ungefähr 10 Liter verbrauchen. Pro Runde. Ja, pro Runde. Ja, war schön. Prost. Ja, warte mal. So, kannst du noch mal kurz halten? Ich muss einmal eine Sache zeigen. Leute, ja, eine Karte. Schaut euch mal an. Ich bin so gehypt. Das ist unglaublich. Und hier noch ein Keks. Ah, noch ein Keks. Geil. Dankeschön, Dankeschön. Leute, womit habe ich das verdient? Warum habe ich so nette Leute um mich? Mit deinen geilen Videos. Ah, Dankeschön, Dankeschön. Also, Prost. Ich bin so aufgeregt. Hoffentlich sieht er uns! Hoffentlich sieht er uns! Er sieht uns nicht! So, lebensgefährlich hier gerade. Aber schaut mal das Riesenviech an hier. Aber wir wollen eigentlich sehen, wie das Nashorn abgeschleppt wird. Trauriges Bild, Leute. Es ist wirklich ein trauriges Bild. Das Nashorn. Aber das Gute ist, die haben genug Wehrmachtschlepper hier, damit sie das Fahrzeug selber abschleppen können. Boah, das ist traurig. Das ist wirklich traurig, Leute. Das Nashorn.
all die Leute, die sich Tickets gekauft haben und jetzt nicht mitfahren können. Ihr tut mir leid. Aber wunderbar restauriert. Ich glaube, für die Crew ist das richtig, richtig schmerzhaft gerade. Man freut sich ja 365 Tage auf dieses Event, um sein Schätzchen auszuführen und anderen Leuten auch zur Verfügung zu stellen. Und schaut euch mal das an, ein Trauerspiel. Man sieht es richtig, dass die Leute geknickt sind. Aber vielleicht, Leute, vielleicht sind die ja richtig cool und schleppen den quasi über die Track. Das wäre natürlich ultimativ. Ich glaube, das ist sogar noch cooler, als wenn das Ding selber fährt. Das ist ja der Hammer. Mega. Erstes Resümee. Was sagst du? Es ist sehr, sehr aufregend. Hast du auch zittrige Hände oder geht noch? Es geht noch, aber die Fahrt vorhin, die war ziemlich geil. Ich meine, du bist ja immer mehr gefahren. Aha. Aber das war schon echt heftig. Ja, allein, was man hier alles sehen kann. Also, ja, ist das erste Mal jetzt dieses Jahr und es ist einfach unglaublich, was hier einfach alles zu sehen gibt. Also, das alles mal live zu sehen. Auch dieser, ich weiß gar nicht, wie heißt, Nashorn, glaube ich. Nashorn. Dieses Riesenteil da hinten. Guck mal, die rangieren gerade. Da standen bestimmt 40 Leute drauf. Ja. Leute, Entschuldigung, dass ich Falk jetzt das Wort abschneiden musste, aber wenn Nashorn rangiert werden, das muss man doch einfach mal filmen. Ich glaube, das ist extrem rar. Und ich laufe hier gerade über die Fahrbahn. Ich gucke aber schon mal nach hinten, weil ich habe gerade gesehen, nicht jeder sieht einen. Boah, das ist so krass. Das ist so krass. Und jetzt ist er von der Spahn runter. Und jetzt werde ich schnellstmöglich wieder zurück, damit ich hier den Verkehr nicht aufhalte. Aber ihr seht, es ist gerade nichts. Aber boah, schon richtig gut. Und ich zeige euch noch mal die Bodengegebenheiten. So, schaut euch das mal an. Also nicht nur die Fahrzeuge abzukämpfen, sondern wir auch. Ja, vielleicht hast du es schon wahrgenommen. Ich habe jetzt zum zweiten Mal schon ein Lied überblenden müssen, weil im Hintergrund GEMA-pflichtige Musik läuft. Aber das soll dieses Prachtstück hier nicht weiter schmälern. Hier finden wir einen Tiger 1. Das ist einer der stärksten Kampfpanzer im Zweiten Weltkrieg gewesen. Und davon gibt es gar nicht mehr so viele auf der Welt. Deswegen gibt es hier jemanden, der sich zur Aufgabe gemacht hat, 6 neue Panzer zu bauen. Er hat nach den originalen Maßstäben hier die Panzerplatten rausgearbeitet und nach den Bauplänen zusammengestellt. An einigen Stellen findet man sogar noch originale Bodenfunde, die mit eingearbeitet wurden, beziehungsweise Ersatzteile. In Summe 6 Stück nach meiner Information sind gerade in der Fertigung und 2 bekommen sogar den originalen Maybach-Motor. Und ich glaube, dass die sicherlich schon einen Käufer gefunden haben, weil die Nachfrage nach diesen Panzern ist schier unendlich. In Munster zum Beispiel war der Wunsch nach einem Tiger 1 so groß, dass man sich einen aus Plastik hat fertigen lassen. Und schaut mal hier. Der ist schon wirklich sehr weit in der Konstruktion. Vielleicht kann er nächstes Jahr sogar fahren. Hier fehlt aktuell noch der Motor. Und ich gebe jetzt zurück. Und ich hoffe, bis dahin hattet ihr viel Spaß mit diesem Video.
jetzt schon? Ja. 18 Tonnen. 18 Tonnen. Mit Kran. Mit Kran, ne? Ja. Den gibt es auch als Mannschaftstransporter, der dann noch schwere Packs. Oh ja, dann. Mit Kran auf Alter. Das ist brutal. Und das, was ist das? 12 Tonnen. Falk? Hi. Das ist, glaube ich, das Video, wo ich am wenigsten spreche. Weil es einfach so krass. Ich glaube, die Bilder sprechen auch für sich, oder Leute? Zumal, ich bin ehrlich, ich möchte mir gar nicht die Blöße geben, euch irgendwie erzählen, dass ich sehe der Stuck sowieso oder sowieso. Weil hier haben die Leute so viel Energie, Kosten, Aufwand mitgebracht. Und da würde ich ungern jetzt falsche Informationen geben. Genießt einfach diese wunderschönen Bilder. Boah, und wo hat man mal die Möglichkeit, in so einen Panzer reinzuschauen, Leute? Schaut mal hier. Lenkhebel oder Lenksteuerhebel, ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Ich wurde neulich korrigiert. Aber ob er richtig lag, weiß ich natürlich auch nicht. Da ist sogar die Gasmaske noch zu sehen. Schaut mal, da ist die Gasmaske, der Gasmaskenbehälter. So wie ich das hier sehe, wird hier extrem viel Wert auf Detailgetreue und Originalität gelegt. Und deswegen gehe ich da stark von aus, dass da sogar eine drin ist. Hier das Rohr ist abgestützt. Das Wappen. Und ich habe gerade gelernt, hier sind ausschließlich deutsche Fahrzeuge in Holland. Und weil ich hatte gerade erwidert, es gibt glaube ich auch noch größere Fahrzeugpräsentation in Bovington, sagt er ja, aber da sind ja nicht nur Deutsche. Und dann habe ich mal geguckt, tatsächlich ausschließlich deutsche Fahrzeuge hier in den Niederlanden. Hier ist sogar noch der Wagenheber. Das heißt wahrscheinlich irgendwie Panzerheber oder so, keine Ahnung, aber für mich ist es ein Wagenheber. Und schon bemerkenswert, oder? Richtig toll. Und das sind alles noch originale Teile hier. Die Kurbel. Ich laufe halt wieder durchs Bild. Sogar noch die originalen Rückleuchten hier. Also das ist schon bemerkenswert. Schaut mal, die Beschaffenheit von dem Panzerstahl hier. Und überleg mal, Falk, die Dinger haben ja auch in Afrika gekämpft. Stimmt. Und fass mal an, es ist ja nicht warm hier, ne? Aber nee. Fass mal den Stahl an. Ja. Ist schon relativ warm, ne? Der ist Umgebung, der hat die Umgebungstemperatur fast schon. Ah, ja. Ja. Stell dir mal vor, du musst in Afrika oder im Hochsommer in der Steppe in Russland mit diesen Dingern fahren. Das war ja gerade schon bei dem Schwimmwagen. Stimmt. Wo wir gerade mitgefahren sind, das war so heiß hinten am Rücken, weil da der Motor ja sitzt und die Abluft halt. Ne? Das war schon, hat man gemerkt, wenn er den Berg hochgefahren ist. Ja, absolut. Und hier kommen ja noch die Abgase dazu. Also unmenschlich, wirklich unmenschlich. Und hier seht ihr, wie dick die Panzerung ist. Da, hier sieht man es. Nicht ultra dick. Aber dafür ist es sehr stark angeschrägt. Hier sieht man die Stärke. Da sieht man sie. Also ich würde sagen, es sind ungefähr 4 cm. Und viele Interessierte hier. Stellen.
Selten, dass man so nah rankommt, ne? Ja, vor allen Dingen ans fahrbereite Exemplar. Ja. Ist ja doch was anderes als Statik im Museum. Absolut. Ja, die halten wir noch aus, oder? Ja. Richtig, wollt das aus? Ja. Sag Bescheid, dass wir noch was brauchen. Weil das sollten wir uns jetzt nicht lassen. Great. Also Panzer 4, späte Edition, habe ich gehört, ne? Late Edition. Und Leute, wir können leider nicht reingehen, aber es ist schon so großartig, dass wir die Möglichkeit haben, einmal reinzuschauen. Schaut euch das mal an. Wann hat man mal die Möglichkeit, in einem Panzer 4 zu schauen? Also Panzer ist aus Samur, Militärmuseum in Frankreich, aus meiner Sicht eins der besten überhaupt. Und das ist einer der wenigen Panzer 4, die fahren können. Hier seht ihr die Kanone. Und das habe ich auch so noch nie gesehen. Er hat einfach 4 Plätze. Einmal für den Kommandanten hier oben. Die Luke ist gerade geschlossen. Dann einmal für den Bordschützen. Und einmal für den Ladeschützen wahrscheinlich. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht so firm in Panzerkunde. Aber schaut mal, wie viele Leute auch interessiert sind. Und er wird gleich den Motor einschalten. Und hier nochmal der Blick. Es ist einfach unvorstellbar. Ich bin so dankbar, Mackie, alles dir zu verdanken. Und schaut mal, wie dünn diese Reaktiv... Das ist ja keine Reaktivpanzerung. Also, sie hat mir das gerade erklärt. Es gab ja später Panzerabwehrgeschosse, die viele Panzerstahl durchdrungen haben. Und jetzt könnte man denken, oh, warum ist dieses Blech denn so dünn? Das war dafür da, das Geschoss ging hier durch. Und hier zwischen der starken Panzerung und dem Blech ist es zur Explosion, zur Umsetzung gekommen. Und aufgrund von diesem Platz, den das Projektil hat, ist es nicht mehr in den Panzer selbst eingedrungen, sondern die Energie ist verpufft. So, Fahrer. Und hier liegt die ganze Munition, also hier wäre die ganze Munition. Schaut mal hier. Leute, wann kann man mal so nah an einem Panzer 4? Wann kann man mal so nah an einem Panzer 4? Hammer. Das ist einfach unglaublich. Und ich glaube, dass gerade ganz viele Leute gerne an meiner Stelle sein würden. Aber ich mache euch das auf jeden Fall alles sichtbar. Und ich habe gerade gelernt, dass man insbesondere auch die Details mitnehmen soll für die Modellbauer. Schaut mal hier. Das ist wirklich bemerkenswert. Also ich habe seit ungefähr 2 Stunden, seitdem ich das erste Mal mitfahren durfte, bis jetzt habe ich zittrige Hände. Schaut mal, die werden hier nur eingehangen. Die werden hier nur eingegangen, damit man die auf dem Feld schnell wechseln konnte. Oder halt in der Panzerinstandsetzung. So Leute, schaut euch das mal an, wie geil das ist. Und wie gesagt, man darf nicht vergessen, insbesondere in der heutigen Zeit, das sind ja Kriegsmaschinen, die wurden dafür gebaut, um Menschen zu töten. Und in der heutigen Zeit können wir Spaß mit diesen Sachen haben. Deswegen an dieser Stelle natürlich, wir können glücklich sein, dass wir heute, 80 Jahre später, diese Fahrzeuge mit Spaß betrachten können und nicht mit ihnen kämpfen müssen. So, ich glaube, wir haben alles gesehen und hui, zack, hier nochmal die Details und nochmal der Blick rein. Schaut mal, was hier noch alles an Fahrzeugen rumsteht. Also die Halbkette gucken wir uns auf jeden Fall gleich auch noch an. Und vielen Dank an die netten Menschen aus Samur. Also mega, mega toll. Warte mal, hier ist ja das MG. Das würden wir uns gerne noch mal anschauen. Das habe ich gerade gar nicht. So, da. Schaut euch das an. So.
Au pire, fais de la main gauche et essaye de la tourner de la droite, tu sais, en faisant semblant. Thank you so much. Get on. So, wieder Schwimmwagen. Moritz hat uns mal wieder einen Ride besorgt. So, ich habe gehört, hier nicht drauf, ne? Das ist am besten auf den Reifen, oder? Ich kann auch hier drauf treten. Okay. Vielleicht nicht auf den. Aber das ist eng alles. Oh, die ist so schwer, die Kamera. Der liebe Falk, ich weiß nicht, wie du das immer machst, aber. Sorry. Das ist jetzt kaputt. Sorry, auch nicht mehr. So. So, mit wem haben wir das Vergnügen? Der fährt uns jetzt hier durch die Gegend. Helen. Hallo Helen. Dankeschön, dass du uns fährst. Ja, kein Problem. Dankeschön, Moritz, nochmal. Das ist unser Held heute. Ich habe gerade schon gesagt, das ist wie eine kleine Familie oder wie eine große Familie hier mit euch. Ja. Wie geht's deinen Arm nach so vielen Runden? Noch ganz gut, muss ja? ich sagen. Cool. Musst du schon mal nachtanken oder ist er voll? Nee, ist seit heute Morgen. Also heute Morgen wurde er getankt einfach. Aha. Aber seitdem. Und wo zeigt er an, wie viel noch drin ist? Hat er gar nicht, ne? Nee. Das wäre Sonderausstattung gewesen. Okay. Herrlich. Mega. Richtig gut. Nee, das sind aber bei uns eins. Also normalerweise dürftet ihr jetzt von mir erwarten, dass ich eigentlich alle Fahrzeuge mittlerweile auswendig kenne, aber. Ich bin so aufgeregt, ich kann mir weder Namen noch Fahrzeuge merken. Also, ich frag dann lieber immer wieder nach. Ja. Ne? Wie geht's dir? Mir geht's gut. Nee, ich meine mit den. So. Kannst du es merken? Nee, überhaupt nicht. Aber ich würde gerne manchmal mehr wissen. Ja, ne? Ja. Guck mal, wie der sich durchkämpft. Ja, ne? Ja. Sieht aber nicht an mir. Oh. Oh, der ist richtig heiß hier. Ja. Das ist Auspuff. Aha. Aber ist schon weniger geworden, ne, Schlange? Ja, die haben ja auch zwischenzeitlich gesagt, dass sie keine Tickets mehr verkaufen.
Foto oder Video? Respekt. Robben! Bruce, my name is Jörg from Germany. Hello, mate, all right. Hi. Is it possible to make a picture? Yeah, no problem. Oh, thank you so much. Now you are in the German YouTube video. Is it okay? Yeah, no problem. Really? Perfect. Thank you so much. This is Bruce from Combat Dealers in international TV. Yeah, it's international. Discovery, it's on everything. Yeah. And now we have a new show called Amazing War Stories coming out. You'll get that soon. So this is my passion. Yeah. So it's great to come and meet people like yourself that have the passion for this type of vehicle. Look my hand. Oh, don't worry about that. No. Perfect. My pleasure. A legend. Thank you very much. Thank you very much, Bruce. You brought you on up, no problem at all. Thank you so much. All right, thank you very much. Au revoir. Oh, here, look. This is the new TV series, which we will come, which you film in. Yes. Are these the stickers for your Velcro? Yeah, I have from your podcast. All right. Thank you so much. The podcast now are going to television. Ja, meine lieben Freunde, das hier ist der Opel Blitz von unserem neuen Freund Rolf. Rolf hat uns hier überhaupt die Möglichkeit erst offeriert, auf das Gelände zu kommen. Dankeschön, lieber Rolf. Und ich möchte natürlich hier nochmal dein wunderschönes Fahrzeug zeigen, ein Opel Blitz. Und es ist ein ganz besonderer Opel Blitz, denn es ist ein sogenanntes Tanklöschfahrzeug. Und das ist komplett neu aufgebaut und restauriert worden. Schaut euch mal den Zustand an. Also das ist wirklich schon bemerkenswert. Und die Luftwaffe bestellte 1942 eine größere Anzahl dieser Tanklöschfahrzeuge, genannt auch TLF 15/43. Auf Fahrgestellen von Henschel Opel-Lkw entstanden mit Aufbauten der Firma Metz und Magirus sogenannte Tankspritzen. Eingestellt wurde das Fahrzeug zur Brandbekämpfung bei Luftangriffen auf Flugplätzen, Fliegerhorsten und Anlagen der Luftwaffe.
Und einen ganz besonderen Lifehack möchte ich euch noch mitgeben. Der Mackie hatte mir extra nochmal gesagt, schau mal bei der Modellbaumarke Rocco nach, denn dieses TLF, dieser Opel Blitz, wurde als Vorlage genommen für das Modellfahrzeug und da ist der Rolf natürlich drauf stolz und darauf kann man auch stolz sein und hier blende ich euch mal das Modell ein, welches dann tatsächlich auch als Modell umgesetzt wurde. Also ihr seht, total nette Menschen hier, interessante Fahrzeuge. Wir hatten extrem Glück mit dem Wetter. Es hat nicht einmal geregnet. Der Boden war schwierig von den Umständen her, aber irgendwie hat es das auch irgendwie wieder interessant gemacht, weil man kann da wirklich sehen, welche Strapazen und Mühen die Soldaten damals hatten, egal welcher Seite, weil sie sich durch Schlamm, Matsch und Dreck durchkämpfen mussten. Mach ich. Tschüss.